Sehr geehrte Frau Röhm, sehr geehrte Frau Dill, meine Damen und Herren des Gemeinderats, liebe Bürgerinnen und Bürger von Hainingen. Heute ist er da, der große Tag, auf den Sie alle schon lange hingefiebert haben. Ja, und auch für mich als Kandidat gab es so eine gewisse Zeitrechnung vor und nach diesem heutigen Abend der Kandidatenvorstellung. Und mich beeindruckt diese vollbesetzte Halle wirklich sehr. Sie zeigt das große kommunalpolitische Interesse hier in Ihrer Gemeinde und daran, wie und mit wem es in Hainingen weitergehen kann. Wenngleich Sie und auch ich vor ein paar Monaten es für völlig unmöglich gehalten hätten, dass überhaupt eine Bürgermeisterwahl anberaumt werden muss. Und so glaube ich fest daran, ja, dass auch unser Nobby heute Abend auf irgendeine Art und Weise unter uns ist und diesen Abend begleitet. Heute stelle ich mich als Ihr Kandidat vor. Mir ist wichtig, dass Sie mich als Kandidat kennenlernen, vor allem aber auch als Mensch. Und aus beidem heraus dann auch erfahren, warum ich mich um das Amt des Bürgermeisters bei Ihnen hier empfehle. Mein Name ist Daniel Kohl, ich bin 38 Jahre alt und seit 11 Jahren mit meiner Frau Ines glücklich verheiratet und wohnen zusammen mit unseren drei Kindern, der Jake, der heute dabei ist, 16 Jahre, Malia 10 und Laurin 4, der hoffentlich schon schläft, wohnen wir gemeinsam in Schlatt. Ich bin seit 2013 stellvertretender Vorsitzender des Krankenpflegevereins im Raum Bad Boll und seit 2019 für die Freie Wähler-Fraktion Mitglied des Göppinger Kreistags, des Verwaltungsausschusses und des Klinikbeirats. Zudem bin ich tätig als Aufsichtsratsmitglied der WIF und engagiere mich dabei für die kleinen und mittelständischen Unternehmen im Landkreis. Und ein weiteres Ehrenamt, das ich sehr gerne ausführe, habe ich seit 2022 inne, den ersten Vorsitz des Tourismusverbands Erlebnisregion Schwäbischer Alb drauf. Ja, geboren und aufgewachsen bin ich in Göppingen. Mein Bruder und ich spielten Handball und Fußball und entdeckten als 12- und 13-Jährige dann sehr schnell die Musik als das Hobby, das uns von Kindesbeinen an begeistert hat und uns fortan fast 18 Jahre lang viele ganz besondere Momente erleben ließ, eben auch hier in der Voralbhalle. Später absolvierte ich eine Ausbildung zum Verwaltungswirt bei der Stadtverwaltung Göppingen und lernte dort jegliche Aufgabenfelder einer Kommunalverwaltung von der Pike auf kennen und legte auf dem Regierungspräsidium Stuttgart meine Staatsprüfung ab und wurde dann im Anschluss an diese Zeit von der Stadt Göppingen übernommen. Schon bald habe ich aber gemerkt, dass mir etwas für mich ganz Elementares in der großen Verwaltung fehlte. Der direkte Kontakt zu der Bürgerschaft. Ich wollte nicht mehr nur vom Schreibtisch aus tätig sein, sondern näher am Geschehen dran sein, spüren, was die Bürgerschaft bewegt, was sie umtreibt. Meine Oma hat mir damals eine Stellenanzeige hingelegt, Hauptamtsleiter in Schlatt gesucht. Oje, Oma, die möchte bestimmt kein so junger Seucher wie mich, habe ich mir gedacht. Aber die Oma hat recht gehabt, sie wollte so einen jungen Seucher, denn ich wurde vom Gemeinderat dann gewählt zum Hauptamtsleiter der Obstbaugemeinde, ließ mich zum Vollstandesbeamten ausbilden und war mit 20 Jahren dann schon innerdienstlicher Vertreter des Bürgermeisters im Amt, für das Hauptbau- und Ordnungsamt auch zuständig, genauso wie für die Geschäftsstelle des Gemeinderats. Das war eine tolle Zeit und sie war meine beste Schule für alles, was dann später noch kommen sollte. Nach 8 Jahren folgte für mich der nächste Schritt. Ich wollte in Gammelshausen Bürgermeister werden und wurde als 27-Jähriger mit 92% aller abgegebenen Stimmen gewählt. Und noch immer bekomme ich Gänsehaut, wenn ich an diesen einmaligen Moment und diesen Abend denke. Trotz einer historisch schwachen Finanzlage war Gammelshausen für mich ein Ort, in dem ich mich in all den Jahren verwirklichen konnte. Man ließ und man lässt mich gestalten, man ließ und lässt mich auch Ideen spinnen. Denn man vertraut mir in dieser Position. Warum ist das so? Nun, wir sind seit jeher auf Augenhöhe unterwegs. Wir arbeiten zu jeder Zeit konstruktiv und ehrlich zusammen. Und auch die Transparenz gehört zu den Stärken unserer örtlichen Kommunalpolitik. Nur deshalb können wir heute gemeinsam auf unzählige Projekte zurückblicken, die wir, Gemeinderat, Verwaltung, Einwohnerschaft und Bürgermeister, erfolgreich umgesetzt und damit den Ort nicht nur attraktiver, sondern auch in finanzieller Hinsicht auf ein gutes Gleis gebracht haben. Zeiten, wo jeder Cent umgedreht werden muss und man über Freiwilligkeitsleistungen nachdenkt, das kenne ich aus meiner Gemeinde und das kennen Sie auch aus Hainingen. Diese Phase haben wir gemeinsam durchgestanden und heute zusammen überstanden. Trotz allem war ich stets fürs Investieren in den richtigen Zeiten und stets mit fester Finanzierungsklarheit im Blick. Viel investiert wurde unter anderem in unsere Kinderbetreuung, in die Wasserversorgung, in die Feuerwehr und auch in die Zukunftsfähigkeit des Bauhofs.
9 Bebauungspläne in 11 Jahren, das klingt nicht nur sportlich, das war es auch. Und ich bin auch ein bisschen stolz auf über 30 Wohneinheiten, die ohne zusätzlichen Flächenverbrauch dann auch in der Gemeinde realisiert werden können. Kaum ein Thema, und da sind wir auch wieder ein bisschen in Heiningen, hat mich so stark in den letzten Jahren beschäftigt, wie die Lärmaktionsplanung, wie der Verkehrslärm überhaupt. Und so konnten wir sehr, sehr viele Maßnahmen realisieren und es hat sich nachweislich in der Gemeinde verbessert. Vor 3 Jahren wurde ich dann bei fast 70% Wahlbeteiligung mit knapp 91% der Stimmen in eine zweite Amtszeit gewählt. Und dann bewirbt sich der Kohl woanders. Ja, denn manchmal geschehen im Leben Dinge, die man zuvor nicht planen kann. Nach einem Zitat von Aurelius, der einst sagte, das Leben ist wie ein Buch und wer nicht reist, liest nur eine Seite. Kam in ein paar Wochen später, nach dem Tod von Norbert Aufrecht, Menschen und später der immer klarer werdende Gedanke auf mich zu, es tatsächlich zu versuchen und mich ganz einfach persönlich wie beruflich weiterzuentwickeln, hier in meiner Voralp, in der Ecke des Landkreises, in der ich mich nicht nur privat wohlfühle, sondern eben auch beruflich. 5 Wochen und unzählige Zusprüche, offene Haustüren und motivierende Gespräche später bin ich darin bestätigt, dass der Entschluss, hier zu kandidieren, der richtige war. Die Begegnungen mit Ihnen, meine Damen und Herren, machen mich demütig und ich bin beseelt von diesem positiven Rückenwind, den ich erfahren durfte und immer noch erfahren darf. Nicht nur aus Heiningen, sondern auch aus Gammelshausen. Nach 11 Jahren im Amt kann ich Ihnen versichern, dass ich mir eine schönere und erfüllendere Tätigkeit nicht vorstellen kann. Und dabei spreche ich nicht nur von dem Bürgermeister als Beruf, sondern bei mir ganz speziell von meiner Berufung, meiner Leidenschaft für Menschen und für die Arbeit. Und das trotz nicht einfacher Zeiten, Krisen, Kriege, da brauche ich Ihnen nichts erzählen, ist für uns als Kommunen, als das letzte politische Glied, wie Sie wissen, den Ort der Wahrheit tatsächlich auch noch zukommen wird. Bodenständig und beherzt mit vielen Ideen und mit Respekt für die Arbeit und für die Menschen gehe ich Tag für Tag mit Leib und Seele in dieser Aufgabe auf. Und dass ich seit 7 Jahren den Seniorenkreis leite, war für mich ebenso selbstverständlich, als auch mein persönlicher Einsatz, eine Traditionsgaststätte weiterführen zu können und alles dafür tun, dass der Ort nicht ausstirbt. Das sind die kleineren Themen, die aber zu großen Themen werden. Selbstverständlich ist für mich auch, dass ich als Bürgermeister in allen Vereinen tätig bin, Mitglied bin, um auch wirklich nah dran zu sein an den Themen. Und die Gemeinde Heiningen macht genau dieses aktive Vereinsleben für mich auch aus. So kenne ich Heiningen aus meinem beruflichen Alltag als Nachbarschuldes und aus der interkommunalen Zusammenarbeit heraus, sei es beim Abwasserverband, Strom- und Energierunde, dem interkommunalen Wertstoffhof, der bald eröffnet werden kann, und auch aus dem Starkregen-Risikomanagement, das ich unter gleich 4 Gemeinden als Konvoiführer federführend begleite. Heiningen ist eine lebhafte und in allem charmante Gemeinde mit engagierten und mit interessierten Menschen, wie man hier heute Abend einmal mehr sieht. Heiningen hat eine kleinstädtische Gemeindegröße und zeichnet sich für mich dennoch durch einen dörflichen Charakter aus, in dem ein aktives Vereins- und Feuerwehrgefüge genauso vorhanden ist wie mehrere landwirtschaftliche Betriebe. 2 vorbildlich funktionierende Asylkreise mit Ehrenamtlichen, ein beliebter wie gefragter Huno ist im täglichen Einsatz. Es wird gespielt, es werden Siege gefeiert, es werden auch Niederlagen akzeptiert. Der Ort ist mit Gewerbebetrieben gesegnet. Es wird gesungen, es wird gefestet und an der Gemeinde mangelt es auch am Nachwuchs, vom Kleinkind bis zum Jugendlichen genauso wenig wie an Senioren, die ja allesamt gerne und gut größer und älter werden dürfen. Betreuende und alltagsunterstützende Institutionen wie das Haus in der Breite, das Babette Langhaus oder der Lebenshilfen machen Heiningen vor allem zu einem ganz besonders sozialen Ort der Begegnung. Für die Verbandseinrichtungen Voralp Halle und Voralp Bad, in dem auch unsere Kinder ihr Seepferdling machten, bekenne ich mich an dieser Stelle ausdrücklich und verspreche mich im Falle meiner Wahl als Bürgermeister für ihren dauerhaften Erhalt mit aller Kraft und aller Energie einzusetzen. Das steht für mich völlig außer Frage. Denn genau solche attraktive Einrichtungen bringen unsere Region nach vorne. Den sanften Tagestourismus gilt es für uns zu gewinnen, für unsere Wander- und Radfahrregion. Den Campingtourismus mit unseren WOMO-Spielplätzen genauso wie für unsere Gastronomie. Fehlende Kindergartenplätze in Heiningen wurden leider in den letzten Tagen unverhofft und auch ein bisschen und vielleicht auch richtigerweise zu einem brisanten Thema.
Und ich bin betroffen von der Situation einiger Mamas und Papas, die nun ihre Kinder im nächsten Kindergartenjahr noch nicht in Heiningen betreut wissen. Man sieht, dass die Prioritätensetzung in der Politik immer auch ein Stück weit auf Empfehlungen der Verwaltung beruhen muss. Und nicht umsonst hat die Verwaltung bereits 2019 darauf hingewiesen, dass hier ein Notstand kommen mag. Bei der Betreuung und den Angeboten unserer Jüngsten allerdings habe ich eine glasklare Meinung, die Sie auch in meinem Prospekt schon anhand meiner Staffelung der Prioritäten erkennen können. Bau des Breite-Kindergartens, eine umfassende energetische Sanierung der Ernst-Weiche-Schule. Denn unsere Jüngsten sind bekanntermaßen die Zukunft, die sich irgendwann ihre eigenen Gedanken um Heiningen machen, so wie wir heute alle hier in dieser Halle. Die schwindende Infrastruktur macht mir ein Stück weit Sorge. Die Stärkung des Ortskerns durch Geschäfte und Dienstleistungen wird zentrale Aufgabe des Bürgermeisters sein, die wir nur gemeinsam auch entsprechend schaffen können. Gemeinde bedeutet gemeinsam. Dieses Zitat von mir haben Sie bestimmt in den letzten Tagen und Wochen schon oft gehört. Als Fan der Bürgerenergiegenossenschaft bin ich ein Fan und ein Befürworter der PV-Freiflächenanlage in der Betzenriederstraße. Zum Bau, zum innerörtlichen Bau. Wir haben einen kompakten, fast rundlichen Siedlungskörper. Im Norden ist er mit Vogelschutz- und Streuobstgebieten versehen. Keine weitere Entwicklung möglich. Genauso wenig im Osten nach dem Katzenbach und im Süden die Markungsgrenze nach Gammelshausen. Somit sehe ich lediglich im Westen in Richtung Betzenried die einzige Erweiterungsmöglichkeit, Wohnbau zu entwickeln, natürlich ausgenommen von der Optionsfläche am alten Sportplatz. Meine Augenhöhe betreffen auch die kleinen Dinge des Lebens. Als Schuldes dürfen einem vergilbte Straßenschilder, zu hohe Hecken, volle Hundekotstationen oder der scheppernde Schachtdeckel nicht zu viel werden. Dran sein am Bürger, ganz gleich welcher Generation, ist mein persönlicher Anspruch und keine leere oder gut klingende Versprechung während eines Wahlkampfs. Mein Anspruch an mich und das Amt sind Weichenstellungen, die für Aufbruch, für Ideen, für Mut zu Neuem und für Gemeinschaft stehen. Und wenn Sie sich selbst ein Bild machen wollen über meine Arbeit, meine Versprechen, meine Werte und mein Wirken als Bürgermeister, dann fragen Sie am besten in Gammelshausen nach. Denn am allerbesten weiß eine Einwohnerschaft, die Leistung eines Bürgermeisters einzuschätzen. Und auf Sie vertraue ich nicht nur, sondern an Ihr lasse ich mich messen, ob in Gammelshausen oder künftig bei Ihnen in Heiningen. Meine Damen und Herren, auf Ihren Stimmzetteln bin ich der einzige Auswärtige. Und genau das halte ich für absolut richtig und wichtig, um eine Gemeinde völlig unvoreingenommen und frei verwalten und gestalten zu können und ihr offen zu begegnen. Für mich ist die erste und wichtigste Erkenntnis, wenn es um Mut und Innovation und raus aus dem alten Muster geht, dass man aufhört, an Altem und Eingefahrenem festzuhalten, nur weil es immer schon so war. Vielmehr muss man durchaus an Bewährtem festhalten, aber vor allem auch offen sein für Neues. Mit meinem frischen Blick von außen, meiner Unvoreingenommenheit, meiner langjährigen Erfahrung in der Rolle des Bürgermeisters und meiner ausgeprägten Eigenschaft als Menschenfreund, werbe ich heute für mich als Ihr Bürgermeisterkandidat, dem es völlig unabhängig von Personen und Parteien einfach nur um die Zukunft Heiningens und seine Menschen geht. Punkt. Vielen Dank. Danke.